What's up, Leute, wie geht es euch? So, in diesem Video wollte ich euch nur mal zeigen, was für Unterschiede es gibt zwischen Lohn- und Lebenshaltungskosten, ganz besonders Miete, in verschiedenen Bundesstaaten in den USA. In diesem Fall zeige ich euch nur mal den Vergleich zwischen Florida, da wir in Florida gelebt haben, und Kalifornien, wo wir jetzt leben. Und dann werde ich euch noch ein Highlight zeigen in South Carolina, denn der Verdienst dort bin ich der Meinung, ist ziemlich gut und Lebenshaltungskosten sind super niedrig. Also, bleibt dran, macht die Daumen nach oben und viel Spaß. So, ich habe für euch was zusammengestellt. Ich habe zwei Vergleiche aus Florida, genauso wie zwei aus Kalifornien, denn ich wollte was finden, was so ähnlich ist vom Lohn her. Und da habe ich Deerfield Beach, Florida gefunden, ein Angebot von einer Firma. Und dann in Newark, California, das ist hier in der Bay Area, wo wir sind. Dann Daytona Beach, Florida und Santa Ana, California. Die Beispiele sind für meinen Beruf. Und das ist Injection Molding, also Spritzgießen, Kunststofftechnik. Denn da kenne ich mich am besten aus und das ist, was ich euch lieber präsentiere. Dann fangen wir gleich mal an. Deerfield Beach, Florida. Mit Newark, California. Guckt euch das mal jetzt an. Warum ich das ausgewählt habe, weil es vom Lohn her ziemlich ähnlich ist. Injection Molding Technician Second Shift, das ist Spätschicht. Dann von $28 bis $35 die Stunde. Eins muss ich dazu schon mal sagen, das ist ein sehr guter Lohn für Florida in dem Bereich. Sehr, sehr guter Lohn. Und dann haben wir ein Process Technician Injection Molding. In Newark, California, das ist nördlich von Fremont, also ist genau an Fremont dran. Vielleicht sogar ein bisschen westlich, irgendwie in der Gegend auf jeden Fall. Sehr nah an Fremont. $25 bis $34 die Stunde, okay? Was hier alles steht, nicht alles ist wichtig jetzt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch selber angucken. Zum Beispiel erfahrungsmäßig hier steht von 2 bis 4 Jahren Erfahrung in ähnlichen Positionen. Und dann in Deerfield, Florida steht im Spritzguss Erfahrung 2 Jahre ist benötigt, okay? Also alles ist ziemlich ähnlich. Und ihr seht hier, 28 bis 35 ist halt nach Erfahrung, ob ihr dann bei 28 einsteigt oder eher bei den 35 oder irgendwo in der Mitte. Das liegt dann, wie ihr euch verkauft und was der Arbeitgeber möchte. Und hier ist 25 bis 34. Okay, das ist jetzt der Lohn. Jetzt schauen wir mal, wie sind die Lebenshaltungs- oder eher Miete. Das ist das Wichtigste. Hier habe ich vorbereitet. Deerfield Beach, Florida. Ich habe 2 Bedrooms eingegeben, also 2 Schlafzimmer. Das ist so, sagen wir, was wir bräuchten dann, um dort zu leben. Hier zum Beispiel, wir gucken jetzt einfach so, ich habe Lowest Price eingegeben, das heißt, er soll was wir am günstigsten bekommen, fangen wir an. Ob ich zum Beispiel hier leben würde, nein, würde ich nicht, aber wir können schon mal gucken, was kann man bekommen für den Preis, dann ist ein guter Vergleich. Zum Beispiel hier ein 2-Bedroom mit 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer für $1,100, okay, kriegt man schon was. Hier ist Zero von 0 bis 3 Bedroom, also Schlafzimmer. Okay, das fängt dann halt an, wahrscheinlich mit einem Studio. Deswegen gehen wir da jetzt nicht drauf ein. Genauso hier, ein Schlafzimmer müsste dann anfangen bei diesem Preis, 1125 und so weiter. Ne? Hier zum Beispiel 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer für 1200. Und dann gucken wir noch ein bisschen durch, ob irgendwas ein bisschen schöneres. Ja, guck mal, das hier sieht schon mal ziemlich gut aus, denke ich mal. Von der Küche her auf jeden Fall, vom Boden her. 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, $1,300. Das hier sieht ziemlich nice aus.
Aber hier ist halt, fängt es bei einem Schlafzimmer an. Aber wie ihr seht, man kann auf jeden Fall, hier, das sieht natürlich super aus beim Pool. Man kann auf jeden Fall schon was finden. Hier Townhome, also Reihenhaus mit zwei Schlafzimmern für 1400. Also wir klettern schon ein bisschen höher. Aber so sieht das hier aus. Das sind so die Preise. Aber wie gesagt, wenn man möchte, kann man auch für, sagen wir, 1100 Dollar in dem Bereich für zwei Schlafzimmer schon haben und Minimum ein Schlafzimmer in dem Bereich 1100 bis 1200 Dollar kann man was haben in Deerfield Beach. Jetzt gucken wir mal in Newark. In Newark, in Kalifornien, hier in der Bay Area. Hier zum Beispiel 1100 Dollar. Hier steht 4 Bedroom, also 4 Schlafzimmer. Okay, das ist ein Haus, Leute. Und die Person vermietet einfach nur ein Schlafzimmer im Haus für 1100 Dollar, okay? Das kann man halt machen, die günstigste Version. Aber ob man so leben möchte, muss man selbst wissen. Also in meinem Fall zum Beispiel funktioniert es eh nicht mit meiner Familie. Deswegen habe ich auch 2 Schlafzimmer eingegeben. Und ich habe überall Lowest Price eingegeben, damit wir auch fairen Vergleich haben. Okay, dann gehen wir mal weiter. Gucken mal, wie die Preise schon hier steigen. Hier für 18. Oder hier, knapp 1800 Dollar. Bei One Bedroom fängt es an. Dann gucken wir mal, wo ist Two Bedroom? Hier ist Two Bedroom, knapp 2000 Dollar. Hier ist, sage ich mal, was mir optisch schon mal zusagt, von der Küche her, für fast 2600 Dollar zwei Schlafzimmer. Dann gehen wir mal zurück. Was hat mir hier zugesagt? Okay, das hier, ne? Ähnlicher Vergleich, 1300 Dollar. Ein bisschen kleiner, ne, ziemlich gleiche Größe sogar von der Quadratmeterzahl, so knapp 80 Quadratmeter, ein bisschen drunter. Hier kostet es fast 2600 und in Deerfield kostet 1300, das ist die Hälfte weniger. Und wo war unser Verdienst nochmal? Gucken wir unseren Verdienst. Ziemlich ähnlich. Sogar hier fängt es bei 25 an, also niedriger steigt man sogar ein, wenn man halt nicht die Erfahrung mitbringt. Das heißt, ihr könnt viel besser vom Gehalt in Florida, in Deerfield Beach, Florida leben. Deswegen sage ich, das ist ein super Gehalt für Florida. Auch für die für Deerfield Beach, die Ecke. Die ist jetzt nicht die günstigste in Florida, aber auch nicht die teuerste. So ein weiterer Vergleich. Mit niedrigerem Lohn, wo habe ich mir auch extra so ausgesucht, damit wir nicht nur bei dem hohen Lohn sind, der auch, sage ich mal, eher zu passt zu Florida, der andere war ziemlich hoch, wie ich schon gesagt habe, aber es war eine Verfahrensmechanikerstelle, keine höhere Stelle oder so, das war echt sehr gut. Dann hier in Daytona Beach, kennen wahrscheinlich die meisten auch von euch, Process Technician, Verfahrensmechaniker, Spitzkurs, okay. 15 bis 25 Dollar die Stunde steigt man ein. Okay, dann kommt man halt, hier steht First Shift, also Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Das heißt, die suchen für alle Positionen. Deswegen, wenn man Nachtschicht macht, ist man eher im hohen Bereich vom Lohn, wenn man Frühschicht macht, im niedrigen. Aber dann hat halt noch, liegt es an der Erfahrung natürlich. Okay, hier steht es auch. 2 Jahre bevorzugt Minimum Erfahrung, okay? Also das ist der Lohn dann in Daytona Beach, Florida. Ein ähnlicher Lohn, sogar, ich sag mal im unteren Bereich 2 Dollar höher, aber im oberen Bereich 2 Dollar niedriger, ist dann in Santa Ana, Kalifornien, auch 2 Jahre bevorzugt Erfahrung, okay? Das ist ziemlich ähnlicher oder sehr passender Vergleich. Gleiche Stelle. Jetzt schauen wir mal. Daytona Beach. Gleich mit 2 Schlafzimmern, Lowest Price fangen wir an, okay? Okay, das hier will ich nicht darauf eingehen. Ich weiß nicht, warum hier steht 400 Dollar im Monat für ein Haus. Wahrscheinlich ist das auch ein Zimmer in diesem Haus zu vermieten. Aber jetzt gucken wir mal nach, was mir zu. Okay, jetzt gehen wir nicht darauf ein, wie schön es ist oder so, weil danach suchen wir momentan nicht. Hier kriegen wir schon was für 750 Dollar. 2 Schlafzimmer. Dann schauen wir hier nochmal weiter, was es so gibt. Hier auch Two Bedroom für 825 Dollar. Falls ihr euch wundert, warum hier eine andere Stadt ist, heißt Daytona, das liegt genau in Daytona, ist die Umgebung. Die Firma ist auch da, obwohl das heißt Daytona gekennzeichnet ist. Aber es ist halt dran.
Ja, hier ein Two-Bedroom, sogar ungefähr 115 Quadratmeter, zwischen 115 und 120 für $850. Also, wie ihr seht, man kann schon was haben für ziemlich niedrigen Dollar. Dann Santa Ana in Kalifornien, okay? Guck mal, hier. Two-Bedroom, 1200, was für Kalifornien meiner Meinung nach nicht teuer ist, aber man sieht ja auch am Verdienst, dort zahlen die auch nicht so gut, sage ich mal. Aber guck mal, das sind auch schon 500, ja. Also $400 auf jeden Fall Unterschied. Und so geht's weiter. Und dann wird es immer teurer. Das ist eigentlich ziemlich gut hier vom Angebot. Dann hier, es fängt bei 0 Bedroom, also das ist dann ein Studio und dann bis 2. Und dann fängst du da schon mit 1000, knapp 1400 an und so weiter. Und also da sieht man einfach, dass es in Florida mit einem ähnlichen Verdienst oder selben Verdienst sogar, was man erreichen kann, kann man viel besser leben. Und deswegen mache ich das Video, weil manche haben gesagt, wo die unser Lebenshaltungskostenvideo gesehen haben hier, ja, aber man verdient ja auch viel mehr. Ja, kann man, aber muss nicht unbedingt sein. Deswegen, es ist nicht immer so. Und deswegen mache ich auch dieses Video für euch, damit ihr das versteht. Genauso weitere Faktoren sind andere Lebenshaltungskostenpreise, wie so ein Strom, hier ist höher. Aber dazu komme ich gleich noch. Ich denke mal, das reicht erstmal mit dem Vergleich. Und jetzt zeige ich euch mal, wo man leben könnte, wenn man nicht Wert auf Palmen legt und sagt, oh, ich will am Beach in Florida, in Kalifornien oder wie auch immer. Aber auch ein echt super Bundesstaat, das würde ich sagen. Also ziemlich schön dort. South Carolina. Und in meinem Beruf auf jeden Fall am besten dort. Denn da ist BMW. Und die ganzen Zulieferer liegen drumherum, auch viele deutsche Firmen. Und hier ist zum Beispiel Plastic Omnium, das ist ein Franzose. Die gibt es auch in Deutschland, großes Unternehmen. Die zahlen $30 die Stunde, Leute. Also ab $30 die Stunde, okay? Schauen wir mal, guck mal. Hier ist auch für Tagschicht, also Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Das heißt, ab $30 würdet ihr wahrscheinlich in der Frühschicht beginnen. Und wenn ihr in die Nachtschicht geht, werdet ihr vielleicht 2, $3 mehr verdienen sogar. Und dann guck mal, wie günstig es hier ist. Im Vergleich zu Florida, Kalifornien sowieso. Guck mal, was man hier haben kann. Ab $600 fängt es schon mit $500 hier. Das ist super günstig. Warum es so ist, weiß ich nicht. Aber hier, knapp $600 für Two Bedroom kann man schon haben. Dann gehen wir mal weiter. Studios ab 500 noch was bis 600. Und jetzt gucken wir mal nach einem Two-Bedroom, so wie wir vorhin verglichen haben. Wo ist ein Two-Bedroom, was wir brauchen? Hier ein Two-Bedroom für $700, ein Two-Bedroom-Apartment. Und guck mal den Verdienst an. Das heißt, $700 mit dem Verdienst im Vergleich zu Kalifornien, sage ich mal, da müsste man, wie wir schon besprochen haben, so um die 2.500. Oder 2,2 hier, sagen wir, wenn man mit der günstigeren Variante geht. 2,2 mit dem, sage ich mal, gleichen Lohn oder ähnlichen Lohn zu $700. Das ist doch echt Wahnsinn, oder? Also hier, ich sag's euch, so müsst ihr vergleichen. Gehen wir nochmal zurück. Aber dann, sagen wir mal so, weil es hier super günstig ist und ihr wollt noch nicht mal in einem Apartment leben, also eine Wohnung, boom. Habe ich gleich mal geguckt nach Häusern. Drei Schlafzimmer Minimum sollte es haben. Häuser, guck mal an. Ich meine, es kommt von was für ein Haus, aber ich sag, ich habe euch sogar eins schon rausgesucht. Das ist mein Geschmack, sag ich mal. Guck mal, so ein schönes Haus mit drei Schlafzimmern, zwei Badezimmern, ungefähr 170 Quadratmeter, bisschen über 170 Quadratmeter mit Doppelgarage hier. Schönes Haus für 1000, knapp $1600 im Monat. Was will man mehr? Dann habe ich euch einfach nur noch so ein Beispiel rausgesucht. Zum Beispiel Stromkosten pro Kilowattstunde. Nur damit ihr seht, wo ihr noch zum Beispiel mehr ausgeben müsst. Kalifornien, boom, liegt bei
also 2018 war es, es wird immer teurer wohl überall, knapp 20 Cent pro Kilowattstunde, das ist einfach ein Durchschnitt. Zum Beispiel, wo wir hier wohnen, in der Bay Area, hier ist noch höher als 22 oder so, 23. Dann, wo waren wir noch? Florida, guck mal, durchschnittlich knapp 12 Cent, also 8 Cent weniger. Und wo wir gelebt haben, in der Tampa-Gegend, wer das noch nicht weiß, kann weitere Vlogs von uns angucken. Da haben wir sogar 8 Cent oder 9 Cent bezahlt. Und dann South Carolina, habe ich euch ja auch ein Beispiel gehabt, wo es so günstig ist. Hier 13 Cent. Also liegt auch so im Florida-Bereich. Also seht ihr, das ist schon mal nur vom Stromkosten her. Dann noch Spritpreise, Leute. Zum Beispiel in Florida ungefähr, momentan liegt es wohl bei 2,20 $. Auf jeden Fall war es immer so, wo wir da waren die letzten Jahre. Um die 2,20 $, sogar manchmal niedriger. Kommt drauf an, wo man in Florida lebt, natürlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es an der Ostküste ist. In Deerfield ein bisschen teurer vielleicht. Aber sagen wir, Durchschnitt einfach 2,50 $, okay? 2,50 $ für eine Gallone, also knapp 4 Liter. In Kalifornien, hier wo wir sind, in der Bay Area, 3,50 $, also 1 $ mehr. Das ist der Durchschnitt und sogar zwischen 3,50 $ bis 4 $ habe ich schon gesehen. Also mindestens 1 $ mehr. Okay? Für Benzin. Und dann South Carolina liegt auch ungefähr so wie in Florida. Also das sind weitere Faktoren. Also man kann viel besser leben in Florida. Sogar wenn man weniger verdient, kann man besser leben. Und ich habe euch gerade anhand des Beispiels gezeigt, es ist möglich, hier Django, es ist möglich, und das ist genauso, das ist, es funktioniert nicht so, dass man sagt, oh, in Florida verdiene ich 20 Dollar die Stunde und die Miete kostet 1000 Dollar. Dann gehe ich nach Kalifornien, zum Beispiel hier in die Bay Area bei San Francisco, und dann kostet die Miete aber, sagen wir, 3000 Dollar, also dreimal mehr, und dann verdiene ich aber 60 Dollar die Stunde. So ist das einfach nicht. Man verdient auch höchstwahrscheinlich noch nicht mal 40 Dollar die Stunde. Und das ist der Punkt. Und so müsst ihr vergleichen immer. Und wenn euch nicht so wichtig ist, ob ihr jetzt am Strand leben wollt oder wie auch immer, aber in den USA, dann guckt in eurem Beruf auf Indeed.com zum Beispiel, habe ich schon mal ein Video drüber gemacht, blende ich ein. Dann guckt schon mal in eurem Beruf und dann manche Firmen, die zeigen halt einfach, was der Verdienst ungefähr ist. So, ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Macht die Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Vlog oder informatives Video oder was auch immer. Ciao.